Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zur gechannelten Botschaft für den Monat September 2023. In diesem Monat geht es um die Reinigung und Befreiung von allem, was nicht mehr mit deiner tiefsten Wahrheit, sprich mit deiner innersten Freude im Einklang ist. Alles, was von Angst motiviert ist, führt generell immer nur zu weiterer Kontrolle, zu Manipulationen, zu weiteren Ängsten und noch mehr Leid. Und solche Muster werden wir nun immer schneller erkennen und verabschieden. Es ist an der Zeit für neue Herangehensweisen, für neue, aus deinem Herzen inspirierte Handlungen und für eine neue Ausrichtung deines Denkens und Fühlens und deiner innersten Überzeugungen. Es ist an der Zeit für die Ausrichtung in eine viel größere Freiheit und viel, viel mehr Lebensfreude als jemals zuvor. Im Zusammenwirken mit der geistigen Welt werde ich eine kleine Heilsession, eine Heilmeditation integrieren, die dich mit kraftvollen Transformationsimpulsen versorgt, um Altes aus deinem System aufzulösen und deine Energiefelder kraftvoll zu reinigen. Mach es dir nun sehr gerne ganz bequem, du kannst auch gerne die Augen schließen und der Monatsbotschaft lauschen. Geliebter Mensch, geliebte Seele, der Monat September lädt dich in tiefe Reinigung und Neuordnung ein. Das Quantensprungpotenzial aus dem Monat März sorgt für eine fortlaufende Annäherung an dein göttliches Selbst. Dieser Prozess deckt immer stärker jene Muster, Ansichten, Glaubenssätze und inneren Verhinderer auf, durch die du dir noch nicht erlaubst, das zu leben, was deinem innersten Wesen entspricht und was dich wahrhaftig erfüllt. Die hohen Frequenzen deiner Göttlichkeit durchlichten fortlaufend deine innersten Widerstände und laden dich ein, mit deinen Herzenswünschen im Einklang zu leben. Dann folgst du dem Pfad deiner Seele und deines Herzens. Dieser möchte dich zur Erfüllung führen und versorgt dich genau mit den richtigen Impulsen. Folge ihnen. Erkenne dich für all die Dinge, die du in deiner Vergangenheit erlebt hast, an, für alle Freuden wie auch für alles Leid. Nimm all deine Bewertungen dort herunter. Bewertungen halten dich fest und erlauben keine Veränderung. Du bist ein freies göttliches Wesen und kannst jederzeit neue Wahlen treffen, Dinge hinter dir lassen, die dir nicht mehr gut tun und Dinge verändern, die dir nicht gefallen haben. Es sind Erfahrungen deines unendlichen göttlichen Wesens, die dich mit Weisheit beschenken. Alles, was geschehen ist, hat dich an den jetzigen Punkt deines Lebens gebracht. Erkenne dich für deinen Weg an. Wir segnen dich für deinen Mut, die Herausforderungen auf der Erde anzunehmen und deinen Lebensweg zu beschreiten. Und wir wissen, es ist nicht immer leicht im Dickicht der Dualität, im Dickicht der Bewertungen, der Ansichten und Verurteilungen. Sei jetzt einfach bei dir. Ruhe liebevoll in dir mit einem sanften, vergebenden Blick auf dich selbst. Wir laden dich in eine Heilmeditation ein, deine Selbstfürsorge zu spüren und das zu transformieren, was dich noch belastet. Lasse dich nun in eine Entspannung sinken. Mit jedem Einatmen atmest du Entspannung ein. Und mit jedem Ausatmen atmest du Anspannung aus. Ein und aus. Spüre, wie dich deine Unterlage sicher hält und trägt. Du bist vollkommen geborgen und sicher getragen in dir selbst. Stell dir vor, du hüllst dich in eine warme, kuschelige Decke und mache dieses Gefühl der Geborgenheit groß in dir.
Mit jedem Atemzug atmest du das Gefühl sanfter Geborgenheit ein. Und mit jedem Ausatmen atmest du es in deinen ganzen Körper. Ein und aus. Du bist vollkommen sicher und geborgen in dir. Lasse nun alles an die Oberfläche kommen, was dich in deinem Leben gegenwärtig noch belastet. Was erfüllt dich mit Stress oder Druck? Welche Situationen oder Begegnungen sind dir unangenehm? Was möchtest du nicht mehr erleben? Welche Ängste, Ansichten oder Überzeugungen sorgen dafür, dass du dich nicht weiter entfalten kannst, dass du an manchen Stellen stehen bleibst und dich nicht traust, einen weiteren Schritt für dich zu gehen? Lasse alles an die Oberfläche sprudeln, was ich jetzt zeigen möchte. In diesem heiligen, heilenden Raum wird es emporgehoben in dein Bewusstsein. Und ich bitte jetzt alles, was sich zeigt, alle Ansichten, Glaubenssätze, Überzeugungen, Schlussfolgerungen, alles, was dich noch hemmt, begrenzt und zurückhält, bitte transformieren. Dekreieren aus allen Ebenen deines Seins. Alle Opferhaltungen, in denen du dich noch gefangen glaubst, bitte entweben. Alle karmischen Verstrickungen, die dich noch in Aufopferung halten, die dich noch mit Menschen verbinden, die dir nicht gut tun. Alles, was das noch ist, bitte entweben. Alle karmischen Verstrickungen auflösen. Durch alle Ebenen deines Seins, durch alle Bewusstseinsstufen, bitte entweben. Tiefer entweben. Aus allen Chakren und Auraschichten entweben. Alle Verträge und Urverträge, die dich daran noch binden, bitte auflösen. Erkläre sie allesamt für null und nichtig. Alles Leid, alle Schwere, alles, was dazu noch in dir abgespeichert ist, bitte dekreieren. Alle Resonanzpunkte, die dich noch mit einem Gefühl von innerer Schwere verbinden, bitte auflösen. Alle Ursprungspunkte, die dahinter stecken, bitte dekreieren. Maria Magdalena, Erzengel Gabriel, Raphael, Jophiel und viele Erzengel mehr bilden nun einen großen Kreis um dich. Jeshua und deine geistigen Helfer und Lehrer kommen hinzu. Nimm ihre Gegenwart wahr und begrüße sie, und auch sie begrüßen dich und segnen dein Herz. Sie beginnen jetzt mit deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren und deinen verletzten Anteilen mitzuteilen,
dass sie weitergehen können, dass sie alte Verletzungen, altes Leid loslassen können. Sie beginnen ihnen mitzuteilen, dass du wertvoll bist, dass dein Selbstwert gestärkt wird, dass du an dich glauben kannst. Dies ist der Weg in deine Befreiung, in deine Erfüllung. Lasse dich nicht mehr ausbremsen von Überzeugungen und Ansichten, die nicht einmal dir gehören, die du von irgendwoher übernommen hast. Stimmen aus deiner Vergangenheit, die dir vielleicht gesagt haben, dass du bestimmte Dinge nicht schaffen kannst, dass du nicht gut genug bist. All die inneren Stimmen, die dich noch aufhalten. Die Erzengel, Maria Magdalena und deine Helfer kommunizieren in dein Unterbewusstsein. Du wirst mit Liebe und Zuwendung nachgenährt. Wellen der Liebe, der Zuwendung, Achtung und Ehre fließen in dein Unterbewusstsein, zu allen Teilen deines Seins. Und nähren dich, füllen dich auf. Und während dies geschieht, bitte ich alle alten Schocks zu transformieren. Alles, was noch verhindert, diese Zuwendung zu empfangen, bitte dekreieren aus allen Ebenen deines Seins. Alle damit verbundenen Gedanken und Verhaltensmuster bitte dekreieren. Alles, was dir noch nicht erlaubt, an dich zu glauben und dich selbst zu spüren, bitte dekreieren. Discharge, entladen. Purification, Reinigung deines Seins, deiner Auraschichten. Purification, Reinigung deiner Chakren. Wellen der Liebe und Zuwendung strömen in dein Sein und werden von all den Anteilen aufgenommen, aufgesogen. Du bist unendlich geliebt. Du wirst unendlich bestärkt, dein wahres Selbst zu leben und dem Pfad deiner inneren Freude zu folgen, denn dies ist dein Seelenweg, dein Herzensweg. Alle Gedankenmuster, Gedankenprogramme, die dir noch nicht erlauben, deinen Selbstwert zu spüren, bitte dekreieren. Discharge. Lasse nun all die Dinge an die Oberfläche deines Bewusstseins kommen, die dich mit Freude erfüllen. Was zeigt sich dir? All das Wunderbare, das du bereits erlebt hast, all das Schöne, das auch Teil deines gegenwärtigen Lebens ist. Anerkenne dich dafür. Anerkenne dich für die Schönheit, Liebe und Freude, die bereits ein Teil deines Lebens ist. Sei dir gewahr, was dich wirklich mit Freude erfüllt. Nimm diese Momente wahr. Nimm wahr, was sich dir jetzt zeigt. Triff deine Wahl, es auch fortan zu leben,
deinen Fokus noch stärker auf die Freude zu richten und für immer mehr freudige und schöne Ereignisse in deinem Leben zu sorgen. Spüre die sanfte Liebe in deinem Herzen, die sich dadurch eröffnet. Du wendest dich dir selbst zu. Dies ist deine Selbstliebe und Selbstfürsorge, dich darum zu kümmern, dass es dir gut geht. Was möchtest du heute oder morgen unternehmen, was dir Freude macht? Integriere es in deinen Tagesablauf. Nimm dir die Dinge vor, die dich erfüllen. Und erlaube nicht mehr, dass sie warten müssen. Nimm dir die Zeit und die Zuwendung für dich. Es ist wie ein Balsam für dein Innerstes und auch für deinen Körper. Spüre deine liebevolle Selbstfürsorge und bade darin. Was erfüllt dich mit Freude? Was möchtest du gerne in deinem Leben weiter kultivieren und fördern? Triff neue Wahlen für dein Leben. Was möchtest du erleben? Wie möchtest du leben? Welche Menschen bereichern dein Leben? Und mit wem möchtest du leben? Spüre deine Selbstermächtigung. Du bist kein Spielball deines Schicksals. Du kannst entscheiden, wie und mit wem du deine Zeit verbringen möchtest. Du kannst wählen, deiner Freude zu folgen und dein Leben in diese Richtung zu lenken. Durch deine Entscheidungen, Handlungen und bewusste Richtungsveränderungen. Diese Tendenz wird sich ab Oktober weiter vertiefen. Wir laden dich jetzt ein, liebevoll mit dir zu sein und dich von altem Ballast zu befreien. Dein Lebensfluss möchte in der Freude und Lebendigkeit strömen und dich zu neuen Ufern bringen, die dich erfüllen. Wir segnen dein Sein und strömen Liebe zu dir. Öffne dein Herz und empfange. Verweile in diesem angenehmen Gefühl. In tiefer Liebe und Verbundenheit. Maria Magdalena, Jeshua, die Erzengel, deine geistigen Lehrer und Helfer und die geistige Welt. Genieße die Energien der gechannelten Botschaft und lasse sie für dich wirken. Du kannst auch vor allen Dingen die Heilsession gerne mehrfach hören und sie wird immer weiter und tiefer für dich wirken. Wenn wir uns noch nicht kennen, möchte ich mich dir sehr gerne noch vorstellen. Mein Name ist Tanja Matthöfer und ich bin Mentorin für Channeling, geistiges Heilen und Creation, die bewusste Realitätsgestaltung. Und ich helfe Menschen, Heilern, Therapeuten und Coaches dabei, ihre Lebensprobleme um 180 Grad zu drehen, um für sich und ihre Klienten ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben zu erschaffen. Möchtest du gerne selbst channeln lernen oder dich für geistiges Heilen öffnen? Oder möchtest du gerne mit Hilfe bewusster Realitätsgestaltung deine Lebensbereiche wie Partnerschaft, Beruf, Familie, Finanzen und vieles mehr von unglücklich oder mittelmäßig auf glücklich und erfüllt drehen, dein Leben endlich mal so richtig genießen und lernen, wie du ganz gezielt kreieren kannst, dann besuche mich sehr gerne auf meiner Webseite tanjamathöfer.de und sieh dir meine Kurse und Angebote dazu an. Alle Links findest du unter dem Video. Abonniere meinen Kanal und ich danke dir von Herzen, dass du hier bist und freue mich auf dich.